Einen schönen guten Tag. Hier ist mal wieder Nessie auf eure Truck Simulator 2. Ja, und ich wollte mal sagen, nach dem Intro geht's los. So, ich bin jetzt in meinem Bienchen. Jo! Genau. Genau. Den alleine an. Judy, dann fahren wir mal langsam los. Rocker. Und. Gut. Okay, immer ein bisschen rausfahren hier. Gut. Erstmal nach Norwegen. Jo. Okay, jetzt geht's los. Okay, Moment. Gut, jetzt bin ich erstmal wieder auf Spur. Okay. Nie, was ich heute unterhalten wollte. Über Nokia. Ja, ich habe richtig Lust über Nokia unterhalten. Früher die alten Handys. Die noch nichts konnten, mal wirklich noch gar nichts konnten. Das waren meine ersten Handys. Oh ja. Und ich habe erst mein allererster Handy von Nokia war 500. Moment, 500. Ja, nee, 5000. 5110. Jo. Und jo, das war mal wirklich mein erstes Handy gewesen. Und das war ja nicht schlecht, das hat sehr lange gehabt. War wirklich sehr lange. Hat auch lange gehalten. War wirklich. Ich will ja nichts sagen. Das hat sehr lange gehalten. Und das war. Das war hat so eine Dienste schön gemacht, will ich mal sagen. Ja, und dann das zweite Handy, das war 6210. Ja, das waren eine komische Handy, haben so eine komische Figur gehabt, so wie soll man das nennen? Ja, es war nicht schlecht. Ich fand das nicht schlecht. Und nö, es war wunderbar. Hat er auch sehr lange gehabt und nö, es war schön. Bin ich mal, würde ich mal sagen. Nö, und die Dinger haben sehr lange gut gehalten. Sehr gut gehalten, will ich mal sagen. Bleibst du stehen? Also. Jetzt. Gut. Und ja. Ich habe auch so fast 5 Jahre gehabt, das Ding. Bis es irgendwann wirklich kaputt gegangen ist. Und, jo. Kannst du mir sagen, warum ich das Ding da oben angehabt habe? Moment gleich. Ach, jetzt muss ich es mal runter. Hallo? Nein! Nein! So, das wollte ich noch machen. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen dazwischen gekommen. Erstmal kurz, ganz kurz, erstmal hier runterfahren. Und dann sage ich gleich weiter.
Gut. Nee, und ich fand es echt toll, die Dinger. Die waren ja auch nicht schlecht. Haben ja auch seine Dienst hier gehabt. Telefonieren, SMS schreiben. Es war ja wirklich gut. Bis irgendwann die ersten Smartphones gekommen sind. Aber das hat noch eine ganze Weile gedauert. Und dann habe ich ja noch ein Handy gehabt. 6210. Jo. Das hat auf. Ja. Sehr lange gehalten. Das habe ich heute noch. Das habe ich heute noch in meinem Schrank. Aber ich benutze es nicht mehr. Aber was die Dinger jetzt noch heute noch kosten tun. Aber hallo. Da will ich ja nichts sagen, Leute. Das erste Handy 2 Euro. Mein letztes Handy. 600 und 210. Das kostet immer noch 43,60 Euro. Jo. Ich habe gedacht, ich bin gut gesehen, aber guck mal kurz mal im Internet geguckt. Wie bitte, habe ich gesagt, was so viel kostet das? Ich habe gedacht, nee. Nee, oder? Ich habe gedacht, ich spinne jetzt. Nee, oder? Boah. Und heute? Das zweite Handy, das kostet jetzt fast 50 Euro noch. Eine D-Mark-Zeiten, 100 Euro. 100 Euro, 100 Mark. Muss man sich mal vorstellen, 100 Mark. Bezahlt man da jetzt 100 Mark. Ey, das muss man sich über die Lippen. Da kriegt man ja jetzt heute ein gutes Smartphone jetzt schon. Und da bezahlst du für das ein Handy jetzt, für das Handy 50 Euro noch. Ich habe da nee. Oder? Nee. Und dann bin ich irgendwann umgestiegen. Auf meinen Samsung. Da bin ich langsam umgestiegen. Jo. Nö, und das war echt. Das will ich gar nicht sagen. Es war nicht schlecht. Nö. Okay, muss ich ein bisschen Abstand halten. Ja. Nee, und es war nicht schlecht. Es war noch sehr gut, die Dinger. Ich habe mal mein altes Ding mal ausprobiert. Aber ich finde meine. Und ich leider nicht mehr finde Tür. Lader. Früher haben wir ja alle eigenes Netz gehabt. Stromnetz. Jeder hat einen anderen Stecker gehabt. War wirklich jeder. Jeder. Und heute kriegst du wirklich für jedes Handy hat seinen eigenen. Aber wirklich jeder hat sein eigenes. Früher war es so. Jeder hat sein eigenes. Mann, ich komme manchmal nicht drauf, wie das heißt, Netzstecker, Anschlüsse. Ja, und das war nicht schlecht, will ich mal sagen. Nö. Nö, und, oh. Jo, es hat seine Dienste gemacht, will ich mal sagen. Es hat wirklich seine Dienste gemacht und es war ja nicht schlecht mit den Handys früher.
Wenn du heute mit so einem Handy am Kopf tust, denkst du jetzt noch heute noch manchmal. Du, die Jugend von heute, die so was sehen tun, hä? Was ist denn das denn? Kannst du WhatsApp damit machen? Da sagt man ja auch irgendwie, hä? Was ist WhatsApp? Erklär mir mal. Und heute, ich weiß ja, was WhatsApp ist, aber. Erklär mir mal, die noch kein Smartphone hier gehabt haben. Erklär mir mal. Und das ist mit Jude, heute wissen sie es bestimmt. Aber jetzt. Und WhatsApp ist ja noch nicht so alt. Ist das erstmal fast 3 Jahre jetzt schon? Oder das vierte Jahr? Oder doch länger? Ich weiß es nicht. Ist egal. Und jo. Und heute hast du ein Smartphone mit Millionen Apps. Aber wirklich Millionen Apps. Von Android, von Apple und wie die alle heißen sollen. Oh mein Gott. Hallo? Und ja, ich will mal wissen, wie weit gehen wir? Wo steuern wir hin mit den Handys irgendwann mal? Das frage ich mich langsam. Wo gehen wir hin? Wie sieht die Zukunft aus mit den Handys? Würden die noch größer? Oder wird es irgendwann noch einfach anders werden? Oder gibt es bald kein Telefon mehr? Oder gibt es was anderes? Irgendwann mal was? Oder hat man irgendwann mal einen Chip in den Kopf eingepflanzt als Telefon? Oder als Brille? Stell dir mal vor, als Brille. Hat man nachher eine Brille auf? Ihr halt seine Brille auf. Oder wer dich nicht vertragen tut. Wie heißt es nochmal? Wie heißt es nochmal? Jetzt muss ich selber überlegen. Kontaktlinsen. Genau. Kontaktlinsen nicht eingefallen. Und da hat man alles mehr drin. Alles. Bildschirm, kleines. Durchsichtig oder irgendwas anderes. Und ich sehe gerade an meinem Trag, da ist ein Nokia. Das sehe ich jetzt erst. Ich sehe das jetzt erst. Ja. Und dann bin ich umgestiegen. Siemens, Samsung. Siemens. Siemens. Genau, Siemens. Ja, und es war ja nicht schlecht, Leute. Die Dinger. Siemens und Nokia. Das waren meine Lieblingshandys gewesen. Mit Siemens weiß ich jetzt nicht mehr, wie es heißen tut, aber ist ja auch egal. Hallo? Warum fährst du langsamer? Moment. Gut, und nö, das waren ja nicht schlecht, die Dinger. Früher konnte ich ja nichts anderes machen, wie telefonieren oder SMS. Internet gab's ja schon, aber das hat ein Vermögen gekostet. Wirklich ein Vermögen. Meinst du, na ja, halt nochmal. Sind auch langsam eingefallen, als Navi langsam rausgekommen. Als Navi, du musst mal vorstellen, als Navi.
Ja, okay. Kleinen Moment, Leute, bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Nee, ich musste eine App. Moment gleich. Ich musste, na, wie heißt es nochmal? Eine Mods rausschmeißen. Gut, so weit, wo war ich denn nochmal? Ach ja, bei Nokia nochmal. Nie und jo, die haben das war ja nicht schlecht, das will ich mal sagen, Leute. So, Entschuldigung. Ich muss was rausschmeißen. Und, jo, und. Nö, das war ja nicht schlecht, will ich mal sagen. Nö, es war eigentlich toll. Ja, die Dinger. Die haben ja. Wie lange waren die auf den Markt? Ganze Weile eigentlich. Jo. Ui, wer bin ich hier? Gut, und nö, oh, was wollte ich nur sagen? Ja, und denn, wo Nokia rausgegangen ist, aus den Smartphone nicht mehr. Die haben irgendwie den Moment. Oh, das ist weg. Gut. Ich wollte mal gucken. Gut. Nie und ja, wo wollte ich nochmal hin? Nein. Da wollte ich hin. Und jo. Und heute? Heute? Heute Samsung. Noch nicht mehr Apple, Samsung. Genau. Und war ja. Ich fand es nicht. Schade, weil jetzt Nokia noch immer. Moment, gleich. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Geht gleich weiter. Ich muss hier noch ein bisschen rum. Gut, okay. Ich habe direkt mich gerufen. Nein. Gut. Gleich geht's gleich weiter, Leute. Was? Bin ich da? Tatsächlich, ich bin da. Moment gleich. Ja. Tatsächlich, ich bin hier.
Oh, das war ja leichte Wesen heute. Das war ja wirklich nur eine Fahrt für mich. Gut. Okay, ich geh mal raus. Das ist ja nicht schlecht gewesen jetzt hier mit den Hafen. Ich habe doch bloß länger hier. Toll. Das ist sehr stark. Gut. Okay. Ich habe da etwas länger. Nee, das ist ja wunderbar jetzt. Moment, ich erzähle gleich noch ein bisschen weiter hier. Nee, ich, jetzt heute habe ich Samsung. Und die sind ja leider nicht mehr, wo jetzt Nokia das ist normal. Gleich. Nee, wollte ich nicht sagen. Nee. Wo jetzt Microsoft das übernommen hat mit Nokia. Da hat immer gesagt, warum? Wieso? Versteht einfach nicht mehr, warum Nokia das gemacht hat. Schade eigentlich. Ich finde es eigentlich irgendwie schade. Ja, leider. Ich finde es einfach schade. So. Hier, ich brauche heute nur eins. Gut. Und ja. Seitdem habt nie den Nokia angerührt. Ich finde es eigentlich schade. Finde es wirklich schade. Ich hoffe, dass die Ring nochmal einen Sprung nochmal raus nach wie heißt es nochmal? Android reinzukommen. Denn wird vielleicht wieder Nokia nehmen. Nur vielleicht. Aber der Zug ist bestimmt schon lange abgefahren, würde ich mal sagen. War wirklich. Gut. Schade eigentlich. Ich mochte eigentlich Nokia. Nehme ich jetzt hier eine Fracht oder geh erstmal pennen? Gut. Da ist irgendwas. Ich gehe mal auf meine Karte. So, mal gucken. Wo hier ein Parkplatz ist. Jo. Da ging mal hin. No. Genau. Und da ging ich mal pennen ein bisschen. Nee, und nee, schade eigentlich. Ich finde das eigentlich irgendwie schade. Ich habe eigentlich Nokia gemacht. Aber jetzt, nö. Mag ich das nicht mehr. Nee, ich mag das einfach nicht mehr. Schade, 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 schade. Das ist richtig schade.
Gut. So, kann man ja nicht schnell pennen. Und dann mache ich jetzt mal Schluss für heute. Genau. Dann bleibe ich jetzt mal eine Weile in Norwegen. Ein bisschen. Nee, und ich finde es schade eigentlich. Schade, 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 schade. Das ist wirklich immer. Ich schon mal. Aber jetzt, nö. Jetzt mag ich das nicht mehr. Boah. So, wo kann ich schlafen? Ach, da! Mach mal die Kiste aus. Gut, immer. Mach jetzt einfach Pause hier. Boah, nicht schlafen, aber mach jetzt Pause. Geh mal kurz raus hier. Nee. Nein! Nein! Gut. Nö, und mache dann jetzt ab hier Feierabend. Und bis zum nächsten Mal, euer Nissi. Ciao, ciao.